Moin Moin und Hallo. Heute wollen wir mal den Office Line X Schreibtisch in Eiche Sonoma Optik montieren. Es ist ein moderner Bürotisch, ist ein Computertisch mit großer Arbeitsfläche und Rollcontainer. Und in meinem Fall war es wichtig, dass er eine große Arbeitsfläche hat. Der Rollcontainer ist einfach nur ein gutes Gimmick dazu. Die Maße sind 220 in dieser Richtung zu 170 in dieser Richtung zu 72 zu 70. Das ist dann die Höhe und die Tiefe. Es geht über Eck. Das bedeutet, wir haben eine große fette Platte, die liege ich dort, eine kleinere und eine Eckverbindung. Bevor ihr natürlich anfangt, müsst ihr erstmal alles auspacken. Und das ist echt viel. Dieser Schreibtisch kommt in 4 Paketen zu euch. Und ihr braucht schon so eine Zeit, um euch da durchzuballern. Es ist viel Verpackungsmaterial, was aber in dem Fall gut ist, weil ja natürlich dann das Stückchen ganz, ganz, ganz zu euch kommt. Und dann haben wir ihn vor uns liegen. Er ist zeitlos nice. Der Schreibtisch begeistert durch seine geschmacksvolle Farbgebung in Eiche Sonoma. Walnuss oder Weiß gibt's auch noch. Durch das zeitlose Design lässt es sich ideal mit vorhandenem Mobiliar kombinieren. Und wir haben viel Stauraum. Der gute alte Stauraum, der rockt. Die Schubladen des Büroschranks bieten reichlich Stauraum für unsere Büro- und Arbeitsmaterialien. Mit den angebrachten Rollen lässt sich der Rollcontainer zudem flexibel positionieren. Und eine große, nice Arbeitsfläche. Die große Tischplatte bietet reichlich Fläche für unser Heimbüro, Monitor, Drucker und Arbeitsmaterialien. Das findet da alles ohne Ärger Platz. So herrscht immer perfekte Ordnung am Arbeitsplatz. Zumindest eine Zeit lang. Dann vermüllt sowieso wieder alles. Und wir haben eine relativ leichte Montage. Der Schreibtisch ist dank der detaillierten und vorgelöcherten und richtig gesetzten Bohrlöcher relativ einfach zu montieren. Wir fangen an. Wir haben ausgepackt, wie ihr seht. Ich habe es jetzt schon ein bisschen sortiert. Hier vorne sind die Füßchen. 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Dazu kommen dann diese Plättchen und für die Füßchen benötigen wir dieses Aufbaumaterial. Das sind Schräubchen und Platzhalter, Schräubchen und Exzenter. Und diese werden, damit werden wir gleich beginnen, aber wir gehen jetzt natürlich weiter noch mit der Grundführung. Dann haben wir diese große Platte und ihr wisst, wo oben und unten ist, indem ihr schaut, wo die Löcherlis sind. Ich sprach ja vorhin schon von Vorbogen. Die sind wirklich da. Die sind nämlich später für hier diese spaxartigen Gebilde. Schrauben also. Dann haben wir noch Verbindungen, 2 Stück. Die verbinden nämlich dann sozusagen die Unterkonstruktion der Platte, sprich die Füßchen, miteinander. Und dann, also erstmal Füßchen werden wir machen, die Dinger mit den Füßchen verbinden, Füßchen dann hier drauf positionieren und dann alles zusammenschrauben. Dann haben wir dieses Dreiecksding da hinten. Das ist eine 90-Grad-Ecke. Auch wenn ihr eine 90-Grad-Wand habt, es gibt sie nur in rund. Aber es ist schon okay, meine Güte. Es sieht nämlich designtechnisch viel sinnvoller aus, eine 90-Grad-Kurve so zu platzieren. Dann haben wir 2 Löcher in den Platten. Das ist normal. Da kommen fürs Kabelmanagement nämlich diese Freunde zusammen. Okay? Und dann natürlich noch zu Alex. Kommt dieser Roll-Container zum Einsatz. Den machen wir ganz zum Schluss, denn das, was viel zum Schrauben ist, halten wir für danach. Kommen wir also nun zum ersten Schritt. Der erste Schritt ist relativ simpel. Wir gehen hier hin und holen uns jetzt dieses Material, was ich hier zeige. Dann haben wir hier auch wieder Vorbohnen. Diese kommen hier rein, dazwischen schmeißen. Dann kommen diese Freunde, diese kommen hier durch. So, da. Dann kommt ein Abstandshalter. Der kommt da rein. Und dann, auf der anderen Seite machen wir es genauso. Da kommt dann auch eine Schraube durch. Da kommt dann auch ein Abstandshalter zwischen. Und dann bohren wir, beziehungsweise schrauben die Schraube hier hinein. Ihr seht, da ist das Loch. Weil wir müssen das ja pro Füßchen mit 4 Schrauben belegen und 4 Abstandshalter. Und dann, nachdem wir das gemacht haben, legt euch also die Füßchen alle mit der Bohrung nach oben hin. Dann kommen hier nämlich die
Excenter-Bolzen rein. Die sind nämlich später dafür da, um das miteinander zu verbinden. Ne, das machen wir gleich mit dem Akkuschrauber, nicht mit der Hand. Um das dann zu verbinden, sind die mit den Zwischenplatten. So, aber das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Hier also zusammenballern und dann nach können wir dann weiter mit diesen Teilen und diese dann dazu ballern. Vielleicht schon direkt, wie machen wir das vorbereitend? Wir schauen uns auf die Seite, wo so dicke, fette Löcher sind und holen uns diese Excenter-Muttis. Die funktionieren so, da ist ein Dreieck dran. Da seht ihr das Dreieck. Dieses Dreieck immer Richtung Kopfholz, sprich Unterkante des Holzes ausrichten. Warum? Weil hier nämlich später die Excenter-Köpfe reinkommen. Dann drehen wir nämlich da eine Vierteldrehung und dann ist es fest verbunden. Das heißt, hier stopfen wir die Freunde so rein und drücken die bis Anschlag dran, bis wir dort das Rohr oder das Dreieck nach unten gerichtet haben. Und das machen wir natürlich an jeder Ecke von den Freunden. Also dort, 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 dort und dort. So, aber jetzt dahin und dahin zusammen. Dann haben wir schon mal den ersten Schritt erledigt. Auf geht's. So, fest haben wir jetzt alles, das heißt Vorbereitungen sind abgeschlossen. Als nächstes geht's los. Jetzt werden wir nämlich die Füßchen mit dem Unterkonstruktionsfreunden verbinden. Und zwar, das geht wie folgt. Wir haben vier Füßchen, die sehen identisch aus. Und jetzt geht es weiter. Wir werden jetzt demzufolge dann diese Teile dazu bauen. Das heißt also, wir gehen jetzt hin und wir wissen jetzt, wo hinten ist. Hinten ist da, wo die Excenter-Bolzen nach oben kommen. Denn hier vorne ist vorne, hier ist hinten. Beziehungsweise unten und oben wissen wir ja auch. Hier ist oben, hier liegt die Platte auf. Woran sehen wir das? Das sehen wir an den Langlöchern, an diesen vier Freunden. Und unten wissen wir auch, weil dort keine Bohrungen sind, und zwar dann die Füßchen, diese Freunde. Wir gehen jetzt so vor, dass wir ja wissen, wo die Excenter sind, ist hinten, hier ist vorne, da ist unten, hier ist oben. Gut, jetzt gibt es an unseren Platten auch zwei Ecken oder Seiten. Wir haben einmal hinten und einmal vorne, weil vorne ist ein Kartenumlager, hinten nicht. Dann haben wir hinten längeren Abstand nach zur Excenter-Freundin wie vorne. Das heißt also, wir wissen jetzt auch schon, wie wir es hinpacken sollten. Und zwar so rum, dass die Excenter nach hinten schauen, weg von der Sichtseite, und dass unten die offenen Stellen sind. Dann schieben wir das auf unsere vorher gesetzten Excenter-Bolzen und drehen es fest. Wenn ihr einen Akkuschrauber benutzt, macht einen Dreh, und da muss ein Drehmoment drin sein, macht ihr so auf 5. Wenn nicht, benutzt ihr einen Schraubendreher, dickes Phillips, also Kreuz, und dreht nach rechts. So, festschrauben. Ungefähr eine Viertelumdrehung. Dann habe ich schon mal eine Seite, haben wir jetzt schon mal montiert. Jetzt können wir schon hingehen und das so rumlegen, wo, also es liegt jetzt auf dem Kopf. Hier ist unten, da ist oben. Jetzt kommen wir von der anderen Seite oder mit der anderen Seite und wissen hier dann auch, wo was ja hingehört. Das heißt, wir müssen das jetzt auch noch so umdrehen, dass es dann matcht. Hier zum Beispiel würde es nicht matchen. Das heißt also hier, der ist, es gibt ja einmal rechts, einmal links. Wir müssen jetzt gucken, wo einer hier reinpasst. Und zwar so, wie wir es gerne hätten. Und zwar so, dass die Füßchenseite dementsprechend auf der einen Seite ist und die Anschraubpunkte auf der anderen. Das heißt also, hier haben wir jetzt Anschraubpunkte da unten, das heißt, da kann die Platte hin. Und dann haben wir hier die besagte Seite für die Füßchen. Und so schrauben wir jetzt den nächsten Satz da rein. So. Zack. Und haben so jetzt eine Seite komplett montiert. So und so. So haben wir jetzt hier einmal eine Seite und nochmal eine Seite und die gehen so richtig fett cross ab.
wie ihr seht. Und das machen wir jetzt natürlich mit der anderen, mit der längeren Platte genauso. So, noch zum Verständnis. Wir haben auch unterschiedlich lange Füßchen. An den Außenseiten sollen sozusagen die längeren Füßchen, die Abschlussfüßchen rein. Und auf der anderen Seite sollen die etwas nicht so tief reingehen, Füßchen rein. Dann, ne, hier seht ihr ja, kurz, lang. Das heißt, hier kommt das kürzere Füßchen, auf der anderen Seite kommt das etwas länger designte Füßchen rein. So, demzufolge machen wir jetzt die große Platte. Das heißt, hier geht es wieder los mit einem etwas kleineren Füßchen. Und hier machen wir jetzt genau das gleiche wieder. Wir legen sie hin, wir packen unser Brettle so drauf. Und festziehen. So. Nice. So, jetzt haben wir diese Seite schon mal bereizen. Können Sie jetzt kippen. Legen Sie schon mal unten falsch rum auf die Platte drauf. Und jetzt gehen wir mit der gegenüberliegenden Seite, das ist jetzt die längere Seite, in die Exzenterbogen. Und zack, können die hier auch befestigen. So, damit liegen die jetzt auch schon mal hier auf unseren Platten bereit. Und unsere Schreibtische selber nehmen langsam Gestalt an. Nicht wahr? Oh ja. Und nun gehen wir nämlich von außen hin und positionieren, hier sind wieder Bohrungen, diese mit den Positionierungsbohrungen überein. Das heißt, wir schauen, wo die sind und dann kann man jetzt dies schon mal ausrichten durch mit Hilfe der vorher gesetzten Bohrungen. So, nice. Das machen wir jetzt auf beiden Seiten und dann befestigen wir die Unterkonstruktion mit unseren Platten. Natürlich noch alles auf dem Kopf liegen. Nun befinden wir uns auf einer der Außenseiten und können nun mit der Verschraubung beginnen. Dafür brauchen wir diese spacksartigen Kumpels. Wir positionieren demzufolge jetzt mal vorne und hinten auf einer der Bohrungen, weil das sind jetzt unsere Bohrungen, die wir dann als Referenzpunkte setzen. So, einmal hier rein. Noch nicht ganz festschrauben, weil wir wollen uns ja noch ein bisschen, positionieren. So, nächste, hinten hin. So. Gut, jetzt haben wir die Positionierung auf der einen Seite festgesetzt. Jetzt schalten wir auf Drehmoment 7, weil hier müssen wir was tiefer bohren. Gut. Und Zwiebeln alle rein. So. So. Damit haben wir jetzt eine Seite schon fest und können nun auf die andere Seite gehen, weil jetzt, das hier ist die Außenseite. Die Außenseite ist demzufolge so schon mal angebracht. Und nun lasst uns zur Innenseite wechseln. Hier ist die Innenseite und dort kommt ja noch so eine Kumpelinchen da dran. Und da müssen wir so vorgehen, dass wir jetzt diesen anderen Teil auf die eine Bohrungsseite setzen und den anderen Teil auf die andere Bohrungsseite. Und da kommt nämlich dann unsere Eckplatte ran. Okay? Wir haben ja zwei Bohrungspaare, die hier die Positionierung übernehmen können. So, machen wir erstmal unseren Hauptteil fest. Das heißt, hier wieder in Position verrücken. Und jetzt können wir hier auch wieder einen Rand schrauben, aber noch nicht fest. So, Positionierung hinten auch anhand der Bohrlöcher stattfinden lassen. Wenn ihr das getan habt, können wir sie auch festziehen. So. So, damit haben wir jetzt schon die erste große Platte befestigt. Und jetzt geht es ja hier um die Ecke. Das heißt, wir müssen jetzt hier mit unserem Eckverbinder drankommen. Und den setzen wir jetzt Kante auf Kante an. So. Hier achtet ihr jetzt auf Kantenübersetzung. Nicht primär auf die Bohrlöcher, obwohl die Bohrlöcher auch da sind, aber ja doch, das hier ist gut, das ist ein bisschen verrutscht. So, und jetzt schrauben wir mit dem zweiten System hier die Platte fest.
So, und damit haben wir beide Platten schon mal miteinander vereint. So, das ist schon mal gut. Und jetzt geht die hier nämlich rüber und kann dort ihren Job erledigen. Und zwar um die Ecke gleiten. Jetzt schrauben wir die andere auch noch fest. So, und das, was wir jetzt hier gemacht haben, machen wir demzufolge natürlich auch auf der anderen Seite. Sprich hier drüben mit der zweiten Runde. Genauso wie wir es jetzt auf der ersten Seite gemacht haben, machen wir es auf der zweiten Seite. Und dann haben wir danach, wie ihr seht, jetzt schon hier die erste. Und jetzt machen wir die zweite noch fest und haben demzufolge dann unseren Schreibtisch schon aufgebaut. Also das war jetzt wirklich gar nicht so großes, krasses Kino. Auf geht's. So, nun haben wir alles festgemacht. Da seht ihr es. So, und da hinten. Und da ist die Verbindung. Und was mir auffiel ist, die haben nicht für jedes Loch eine Schraube mitgeliefert. Das heißt, ich habe mir noch hier 5/20er geholt. Das sind ganz normale Spackschrauben. Und habe die restlichen aufgefüllt. Jetzt habe ich eine noch übrig, damit ich es euch zeigen kann. So sieht die nämlich aus. Die 5/20er macht nicht längere Reihen, damit das nicht da durchgeht. Und dann haben wir auch ein bisschen einen Tick mehr Stabilität im ganzen System, als wenn wir nicht alle ausfüllen. So, und jetzt heißt es einmal umdrehen. Wer das natürlich alleine aufbaut, ohne Video etc., kann das natürlich dann auch schon auf dem Bein machen. Das heißt, direkt umdrehen und dann einfach von unten nach oben fest schrauben. Das ist auch möglich. Bei mir ist es jetzt nur wirklich demonstrativ leichter gewesen, es so rum zu montieren mit euch, um es dann zu sehen, wie es auch am einfachsten geht. Denn das Umdrehen jetzt alleine wird nicht funktionieren. Da braucht man einen weiteren Menschen für. Einmal umdrehen und dann ist der Schreibtisch schon so gut wie fertig. Und nun steht er in voller Pracht da. Wenn ihr ihn umdreht, achtet immer auf darauf, dass ihr es schön in Balance haltet. Ansonsten halt einfach von, ist schon in aufgebauter Form, am Schluss nur die Ecke dran schrauben. Das geht natürlich auch. So, und jetzt haben wir hier einen richtig schönen Arbeitsplatz. Schön groß, schön relaxed, schön nice. Um jetzt natürlich noch das Kabelmanagement da rein zu ballern, einfach hier drauf drücken und dann können wir hier unsere Kabel nämlich durchführen. Ne? Einfach festdrücken und dann, was wir noch machen können, ist, zu den Seiten, oder eher gesagt, im inneren Bereich, uns aufmachen. Inneren Bereich. Und dann können wir noch hier die Excenter-Bolzenfreunde draufdrücken. Und haben die auch wieder schön versteckt. So, blöpp. Und blöpp. So, damit steht unser Schreibtisch. Und nochmal, ihr könnt den so rum aufbauen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch einfach die Konstellation ändern. Links die lange Platte, rechts die lange Platte, wie ihr wollt. Ihr müsst halt einfach nur die Mittelplatte dann anders setzen. So, damit ist der Schreibtisch schon mal positioniert. Auf zum Rollcontainer. So, nachdem jetzt unser Schreibtisch steht, können wir loslegen. Ihr könnt nochmal vielleicht zum Schreibtisch zurück. Wenn ihr links die große Platte macht, dann habt ihr auch links die Kabelführung, deshalb habe ich das hier geändert, weil nämlich da kann ich sehr gut hier mein Strömchen von wegnehmen. Deshalb habe ich dort links die Kabelführung hingesetzt und rechts ist der kurze Schenkel jetzt. Dafür müsst ihr ändern, wenn ihr es wieder umsetzen solltet, achtet einfach darauf, dass außen die dicken, langen Füße sind und innen die kürzeren Versionen, weil die sich ja da treffen. Ansonsten alles identisch. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir den guten alten Komödchen da, ne? Den Rollcontainerchen. Wir haben hier rechts, habe ich jetzt hingepackt, die, also als allererstes müsste ich es natürlich auspacken, lalala. Und dann haben wir rechts, hier ist die Schubladenfraktion. So sehen die Schubladenkomponenten aus und so die Korpusfraktion. Gehen wir zur Korpusfraktion. Bei den Korpen gibt es verschiedenartige Sachen. Das heißt, hier haben wir die Seitenteile. Das sehen wir dadurch, dass hier Bohrungen sind für Schub. Schienen und die Exzenteraufnahmen für die obere und untere Platte. Und dann gibt es natürlich noch ein Mittelding. Bei den Schubladen selber haben wir Leute, oder eher gesagt Partikel, die mit Mini-Exzentern ausgestattet sind. Und dann vorne brauchen wir natürlich die Gegenstücke, die Exzenterbolzen. Diese kommen hier oben rein. Wo bekommen wir denn alles jetzt überhaupt rein? Zusammen bauen wir es nachher. Jetzt bereiten wir erstmal vor. Gehen wir von links nach rechts. Erstens, wir haben hier
die Schubladen-Rails, okay? Die können sich nach außen und nach innen fahren. Denn dieser Teil, den ich jetzt gerade rausfahre, der wird am Korpus befestigt. Ne? Am Korpus befestigt, hier nehmen wir die dritte von vorne, weil hier ist vorne, das sehen wir daran, dass hier Abschwabler dran ist, und hier ist hinten, das sehen wir daran, weil hier hinten später dann noch die Rückwand reinkommt, und die Rückwand ist in diesem Fall dieses Teil hier, was so aussieht wie ein Eiligeboden. So, drittes Löchli, welche Schrauben tun wir da rein? Diese hier. Das sind so ein Zwischending zwischen Made und Möbelschraube, ne, die kommt da rein. Und dann, wenn wir die da drin haben, sliden wir das nach vorne und können die weitere Madenschraube hier reinsetzen. So, da rein. Okay, nächstes Ding, Exzenter. Ja, die Exzenter, gleiches Ding wie vorhin, dreieckig, ne? Dreieck zum Kopfholz. Das heißt also, wir drehen es einmal um, richten es zum Kopfholz aus, drücken es fest. So, dann haben wir die Plugs. Die kommen, schaut euch an, ans Kopfholz schauen. Hier kommt ja später der Exzenterbolzen durch. Das andere Loch ist reserviert für unseren Plug. So, und das machen wir jetzt überall hier. Sprich, hier identisch wie hier. Hier, da haben wir dickes Loch, kleines Loch. Unser Exzenterbolzen kommt ins kleine Loch, nicht ins dicke. Ins dicke passt überhaupt nicht. Das dicke Loch ist dann nur später dafür da, damit hier da die Aufnahme erfolgen kann. So, hier mit Akkuschrauber reinjagen. Und zwar bis hier unten Kontakt ist. Ne? Bis hier. Und dann, zum Verständnis, dieses Teil wird nämlich später hier und das andere Teil wird dort drauf gesetzt. Dann bilden die so den Korpus. Und hier kommt dieses Teil rein. Und dieses Teil hier hat eigentlich gar nichts, außer am Kopfholz-Area wieder Löcher. Diese Löcher sind wieder für unsere Plugs. Zack, sehr schön. Und dann hier weiter geht's. Exzenter Time. Exzenter Bolzen Richtung Kopfholz ausrichten. Dreiecke beachten, reindrücken. Und das bei allen. Und dann hier geht's weiter. Das sind jetzt die Fronts. Die Exzenter Bolzen macht die nicht in die Mitte, sondern nur an den Ecken. Dort, dort, dort und dort. Denn hier und hier und hier machen wir später die Griffe. Nur die Griffe machen wir nicht jetzt, sondern die machen wir danach. Sonst würde das so kippen. Und hier haben wir noch die Böden. Alles klar? Also, Vorbereitungsphase beginnt. So, jetzt haben wir alles vorbereitet. Jetzt können wir schon mal zum unspaßigsten Teil kommen. Und das ist die Montage von unseren Schubkästen. Das ist immer Monotonie pur. Erstmal, hier sind die ganzen Front Panels. Okay? Die Front Panels haben Stehbolzen. Alles cool. Jetzt Seitenteile. Das heißt, wir können uns jetzt orientieren. Hier ist eine Nut und da kommt eine Feder rein, sprich die Unterseite. Hier geht es weiter mit der Nut. Das heißt, wir wissen, die Exzenter müssen auf die Exzenter bolzen. Ergo muss oder müsste dieses Teil hier ran. Zack. So können wir uns da orientieren. Da können wir dann auch nicht so viel falsch machen. Es muss halt nur die Möglichkeit gegeben bleiben, dass hier die Exzenter-Bereiche zusammen fungieren und agieren können. So, das haben wir gemacht. Sehr nice. Gucken wir hier, passt alles. Und wenn wir die gesetzt haben, dann schrauben wir die Exzenter fest, indem wir entweder mit einem Schraubendreher halbe Umdrehung festziehen oder mit einem Akkuschrauber, aber dann braucht ihr einen Drehmoment von 5. Damit das nicht zerstört wird. So, das haben wir gemacht. Jetzt können wir das auch noch auf der anderen Seite machen. So haben wir beide Seiten, nämlich der Schubkästen, schon mal vorbereitet. Und das sind jetzt die Seitenteile. Da müssen wir das noch hier einmal positionieren und dann können wir nämlich hingehen und die Unterseiten einschieben. Ne? So. Achte darauf, dass das weiße Stück nach oben gerichtet ist, sprich in den Innenraum der Schublade, weil ihr wollt ja nicht dort, es wäre jetzt nicht tragisch, wenn ihr es andersrum macht, nur optisch gesehen wäre es halt blöd. Ihr wollt ja, dass es dann ein weißes Dasein fristet. So, das ist auch drin. Und nun brauchen wir jetzt eins natürlich noch zu verschließen. Das ist dann dieses Teil. Und dieses Teil hat Vorbohrungen an den Seiten. Da kommt nämlich jetzt Dübel rein. Und das sind so Plastik,
wieder Hakendinger. Das haben die da gewählt. Das heißt, die schießen wir jetzt von hier nämlich dort rein. Und zwar mit dem Hammer. Das heißt, ausrichten. Und dann hauen wir die Dinger da rein. Und die bleiben dann in Position und halten diese zurück, die hinteren Teile auch dort, wo sie hingehören. Eigentlich, normalerweise nimmt man da Schrauben. Ich weiß nicht, warum der Hersteller hier dann auf diese Rabiat-Methode zurückgegriffen hat. Und so hauen wir uns jetzt da nochmal durch. Haut rein. So, dann haben wir das jetzt so richtig zusammengekloppt. Ist jetzt nicht so geil, aber okay. Weil eine Schraube ist immer noch flexibel, man kann sie wieder ziehen. Die Dinger da, die kann man nur noch zerstören und deshalb abziehen. Ich weiß nicht. Obwohl, bei den Schrauben ist es ja auch so, wenn die einmal ausgelutscht sind, dann bleibt die ausgelutscht. So, nächstes. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, schon unsere Griffe zu montieren. Da gibt es nämlich Vorbohrungen, die gehen wir rein, können durch mit den etwas längeren, spacksartigen Schrauben. Und jetzt ist es wichtig, dass wir dort ins Löchli pong und nicht direkt komplett festdrehen, sondern erstmal beide Löcher anpenetrieren und erst danach festziehen. So, und dann haben wir die besagte Schublade fertig gebaut und können sie später einsetzen. Und diesen Vorgang wiederholen wir jetzt natürlich mit jedem der Bereiche hier und achtet darauf, dass die Griffe, denn das ist so ein Nippel dran, dass der Nippel nach unten gerichtet ist. Unten ist hier, wo hier unten gleich dann die Schraubfreunde dran läuft. Und dann können wir da nämlich, haben wir nämlich hier schon mal alles fertig und müssen das nicht dann dran machen, wenn wir sozusagen ganz zum Schluss und eventuell die schon eingebaut ist, weil viele Hersteller wollen dann erst, dass man die festmacht. Ich finde das ein bisschen doof. Ich mache das lieber vorher, weil dann hast du das schon mal erledigt und kannst die auch vernünftig anpacken, als wie wenn die schon montiert ist, dann nochmal da rumzufummeln, finde ich dann semi-optimal. So. Damit haben wir unsere Schubkästen komplett montiert und können dann gleich eingesetzt werden. Gut, kommen wir jetzt zum Zusammenbau der ganzen Geschichte hier. Wir haben demzufolge einen Ober- und einen Unterteil. Wir haben Seitenteile. Wir haben Hinterteil. Gute alte Hinterteil. Hinterteil sieht identisch aus. Das heißt, wir können es dran machen, wie wir wollen. Ich muss nur hier in eins der Seitenteile rein. So. Dann haben wir hier auch die Möglichkeit, beidseitig zu gehen, aber auf einer Seite ist ein bisschen mehr Rundung, das heißt, hier ist vorne, ne, hier ist abgerundet, hier ist Zacklidö. Das heißt, hier wissen wir ja, dass die Schubladen nach vorne öffnen, da sind ja auch Pfeile dran. Das heißt, wir müssen jetzt hier hingehen und auch genau schauen, wo ist vorne. Hier ist vorne, hier ist vorne, das heißt, das kommt gleich hier vorne dran. Und dann schauen wir uns noch an, ob hier Unterschiede sind. Hier sind vier Löcher drin, das heißt, hier ist unten und hier sind keine vier Löcher dran, das heißt, hier ist oben. Ergo haben wir jetzt hier links vorne, hier rechts vorne. Das hier ist rechts vorne, das ist hinten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier das gute alte Teil dran machen. Und zwar diese Seite müsste dann links vorne sein. So, dran machen. Und nun können wir nämlich so schauen, dass wir die schon festballern. So. So. Und jetzt am besten das Ding hier an das schon verbaute nochmal dran stecken. Das geht ja ganz einfach. Zack, zack. Und nun kommen wir mit der anderen Seite und machen diese auch so fest, dass sie nach vorne aufgehen. Und jetzt müssen wir hier hingehen, so ein bisschen seitwärts gehen, dass wir hier erstmal in den Exzenter kommen und gleichzeitig auch noch hier unseren Rückfreund. Das heißt, da muss man ein bisschen Fummeln machen. So. So.
rein. Jetzt drücken wir uns hier durch, bis es fest ist. Zack. So, jetzt haben wir hier den Korpus schon ganz gut gebaut. Jetzt müssen wir den natürlich auch festschneiden. So. So. Hier ist vorne, hier ist oben, da unten war unten. Jetzt kommt noch ein Deckel oben drauf. Zack. Abgeschlossen ist er. Hier, jetzt geht es auch wieder oben. Exzenter wieder festziehen. Sehr nice. Und nun haben wir unseren Korpus schon ganz gut hier am Start. Und jetzt können wir hier schon hingehen und auch die Schubladen schon einbauen. So. Die kommen, also sie zieht ein bisschen raus. Dann hängt ihr sie ein. Und an der Seite jeder Schublade gibt es so einen Bereich, der nach außen sich ziehen lässt. Jetzt ziehen wir den so weit rein. So. Jetzt ziehen wir das Ding so weit raus. Also den Metallfreund da drinnen ziehen wir so weit raus. Es geht auch meistens, geht ganz gut, wenn man reindrückt und dann rausfahren lässt. Dann kommen die nämlich weiter vor. Und dann zieht ihr das an die Stelle, wo hier das Bohrloch ist, wo das nämlich dann übereinstimmt. Und das natürlich an beiden Seiten. Und dann müssen wir nur noch von innen mit dem kleinen Schraubi das dann befestigen. So. So. Das gleiche müssen wir jetzt auf der anderen Seite auch praktizieren. Das heißt, rausziehen, so weit, bis das Bohrloch von der Schublade mit dem des Rail-Systems übereinstimmt. Und dann können wir das auch dort festdrehen und haben jetzt unsere Schublade. Super nice. So. Obwohl ich gerade merke, ich sollte das vielleicht ins zweite Löchli machen, damit es ein bisschen tiefer reingeht. Denn tiefer mag die Kommode wohl lieber. Es gibt also zwei Einstellmöglichkeiten da. Aber es ist auch kein Problem. Das heißt, wir ziehen nochmal kurz raus und holen unseren Rail-System noch ein Stückchen nach raus. Beziehungsweise lassen unsere Schublade ein bisschen reinfahren und machen es dann ins zweite. Das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. So, jetzt gehen wir hier auf die zweite Ebene, aufs zweite Löchli, fahren dafür ein bisschen die Schublade rein hier und haben dann hier die Möglichkeit, ein bisschen tiefer reinzufahren, aber das könnte man auch anders machen. So, und das gleiche mache ich jetzt bei den zwei auch. Und dann drehen wir das Ding mal um, denn dann kommen noch die Drehfüße dran. Letzten Schritt müssen wir jetzt nur noch etwas reinsmashen. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten die Füßchen draufsetzen. Das sind so Dübel im Prinzip, die für den Füßchen-Support da ist. Rein damit. Rein damit. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Rollen reindrücken. So, rein, die müssen so einrasten, da sind so Nasen dran. Oh, und wenn die Klick machen, dann sind die dann drinnen und können benutzt werden. Die könnt ihr auch im schlimmsten Fall wieder rausnehmen und ersetzen. Aber ist auch Fummelei. Eigentlich sind die nur gebaut, um einmal platziert zu werden. So, und dann haben wir unser Rollcontainer fertig. Yeah, geil. So, und jetzt sehen wir hier, dass unser ganzes System bereit ist, nun benutzt zu werden. Das heißt, Rollcontainerchen kann flexibel benutzt werden, wohin ihr ihn auch gerne haben wollt. Wir haben eine schöne große Fläche. Wir können ihn mit der Platte links oder mit der großen Platte rechts aufbauen. Montagemäßig ist eigentlich Standard, alles okay, ganz normal. Bohrungen sind relativ vernünftig gemacht, außer unten fiel mir auf, ein paar sind nicht so ganz nice gesetzt gewesen. Dann, was mir auffällt, ist, leichten Schlitz haben wir da.
aber nur ganz leicht, aber im Ganzen und Großen und Ganzen ist ein Kritikpunkt, dass man nur, was war, 10 Kilo hier auf die Dinger, 5 Kilo nur da hinten, 12 Kilo auf die kleine und 10 Kilo auf die große belasten kann. Wenn ihr da ein großes Gamer-Gear habt, könnte es dort eventuell ein Krachprobleme geben, aber ihr könnt ja auch noch stabilisieren. Einfach eine Platte drunter noch schrauben, dann ist da 30 Kilo mehr möglich mit. Also gutes Ding, sieht nice aus und ist gar nicht so teuer. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Tzu.